Ja, so, also die Melodien Frankreichs. Ihr seht selber, das ist das Event, wie sie es am Ende nennt, um die Picardie zu erhalten. Neues Rang 8 Premium-Schiff hier an der Stelle, was so über Gambling ins Game gebracht wird. Ihr wisst selber, dass ich das nicht gut finde. Aber jetzt hier auch an der Stelle einfach nochmal, Leute, wir können die Picardie jetzt gleich nochmal fahren. Ich habe sie aber am Mittwoch auch schon im Stream ich habe sie auch am Mittwoch schon mal im Stream gefahren. Nichtsdestotrotz, Leute, bitte tut's nicht. Es ist eine ganz klare... Also, Leute, das Schiff ist von der Performance her ungefähr auf der Höhe wie eine Tirpitz. Und es gibt nicht viel Schiffe, die noch unbefriedigender sind im heutigen Matchmaking als deutsche Schlachtschiffe, die abtiert werden. Im Rang 8, sag ich mal so. Das soll jetzt wieder kein Tirpitz-Hate werden, Leute. Ich fahre dieses Schiff ja auch hin und wieder mal gerne. Aber wenn ich eine gute Zeit habe, nicht wenn es mir gerade schlecht geht. So oder so, die Picardie ist ja deutlich teurer. Man muss auch fairerweise sagen, das ist einfach nichts. Es ist nichts, Leute. Die Picardie ist ein Schiff, wenn es die for free geben würde, würde ich sagen, man kann die fahren, aber nicht für paid. Wirklich. Dazu ist das Schiff einfach nicht gut genug. Ich möchte jetzt hier, kann man hier vielleicht auch sortieren nach nur, du, nicht alle, nein. Ja, Schlachtschiffe, genau. Es gibt Schiffe, ja, beispielsweise eine Flandern, Leute. Eine Flandern. Oder eine Alabama, sogar die auch. Also sogar eine Ashitaka ist nicht Rang 8, Leute. Wollen wir mal Rang 8 filtern? Please, give it to me. Ja, Rang 8. Leute, die Flandre ist ein viel besseres Schiff. Die ist auch Rang 8. Bitte, die kostet Dublon, ich verstehe es. Die Borodino ist ein unglaublich gutes Schiff. Die Roma ist manchmal schwierig, ich verstehe es. Die Key ist aber auch voll gut. Die Anhalt ist auch nicht gut, muss man auch sagen. Aber eine Borodino, eine Gascogne, sogar eine Brandenburg ist besser. Die Flandre ist wahrscheinlich eher noch der Top-Notch von denen. Und die Alabama ist auch ein gutes Schiff. Fair enough, aber fast wie eine North Carolina. Aber nichtsdestotrotz, bitte, wenn ihr euch unbedingt, wenn ihr Geld ausgeben wollt da draußen. Bitte, macht das nicht. Tut es nicht. Lasst die Melodien Frankreichs sein. Ich kann euch gerne schöne, fröhliche, französische Lieder spielen, aber bitte nicht. Don't do it. Wir schauen uns nochmal die Picardie an und dann fahren wir eine Runde und dann geht's los. Nochmal im Short-Up. Also die Picardie als solches ist ein Schiff, das kann eigentlich nur eine Sache wirklich sonderlich gut und das ist HE-Spam. Die hat aber leider eine HE, die nicht sonderlich gut ist. So. Wir haben 305 mm, das ist ein extrem kleines Kaliber für Stufe 8. Wir haben eine extrem schlechte Streuung. Von der Panzerung her sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, aber das reißt es am Ende auch nicht raus. Ich kann es euch nur so sagen, wie es ist. Nach den Runden, die wir gefahren sind, nachdem, wie das Ding auch im Test ist, es hat sich hier nichts dran verändert. Es ist einfach kein gutes Schiff. Wir können damit jetzt gerne noch eine Runde fahren. Ich habe hier mal für euch die Skill aufgemacht, und das ist eine Skill, die würde ich euch, wenn dann, so empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie auch immer, aber Leute, macht bitte nicht Auge auf die Picardie, um Gottes Willen. Bitte nicht Auge drauf. Bitte. Wie schön, dass ich meine Herde beschütze, ich bin mir unsicher. Wie denn? Wie beschütze ich denn? Wie beschütze ich denn meine Herde? Schütze. Ich weiß nicht, was er meint. Leute, ich fühle mich jetzt ein bisschen. Vor Fehltritten mit Dublonen. Ja, ich mache das immer. Ich mache das schon seit Jahren irgendwie. Danke für den. Also er sagt, wie schön, dass du deine Herde beschützt vor Fehltritten mit Dublonen. Ja, gerne. Danke. Tue ich seit Jahren. Mache ich gerne immer weiter, Leute. Keep on going und so weiter. Es macht mir Spaß. Helfersyndrom und so weiter. Vielleicht Helfersyndrom. Ich bin mir unsicher. Melo! Dankeschön! Ja, wo ist denn eigentlich die Weihnachtsmütze? Wir haben sie noch nicht. Ist das etwa ein zweites Abo heute? Leute, wir sind fast überschnitt. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Melo. Herzlichen Dank. Und herzlich willkommen. Danke für den Prime.
So, wir fahren natürlich nach außen, das ist klar. Ach so, dann kommt auch noch dazu, dass die AA auch kacke ist von dem Schiff. Also ihr seid nicht nur auch noch... Ach so, langsam ist das Schiff auch noch. Jetzt mit Brisk 31,2 Knoten. Mit Brisk aber wohlgemerkt. Ohne Brisk und ohne Flagge. Also Brisk hier, ne? Und wenn wir zu sind, kriegen wir Boost und so. Aber... Also das Schlimmste an dem Schiff ist einfach wirklich... Es ist per se eigentlich gar nicht so kacke, wenn die Guns nicht so blöd wären. Die Guns sind wirklich so schlecht, Leute. Es sind so Kack-Guns. Die machen so wenig Spaß. Ja. Guess what? Kriegt man Lob von mir? Hardkeks. Do it harder, Mr. Keks. Ich hoffe, der versteht den Witz. Nicht, dass er sich jetzt wieder angegriffen fühlt. Was heißt wieder? Der hat sich noch nie angegriffen gefühlt. Ich kenne den gar nicht, aber guess what kenne ich. Deswegen gibt's mal Grüße. Ah, da ist eine Borodino. Oh, schönes Schiff. Massachusetts. Geiles Schiff, Leute. Massachusetts. Gibt's leider unten. Ja, ein Treffer. Habt ihr gemerkt? Da, so geht's nämlich los. Ihr schießt zwar extrem viele Granaten, aber man... Without me. Without me, not a pleasure. Not a pleasure, not a pleasure. Not a pleasure. Torpille droit devant. So. Ja, es war ja noch in Ordnung. Die kommen leider alle nicht so, dass ich sagen würde, da können wir wirklich... Mhm. Er ist leider auch schon rausgedreht. Wir sind bei 4600 Damage. Oh, ist okay. Ist okay, alles gut. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, Leute. Die hocken hier mit Performance wie Sau, ne? Also wenn ihr das seht. Oh, 5700, ein Brand sogar. Das war ja hervorragend. Ich gehe mal auf AP. Expert Loader, ganz, ganz wichtig. Bei dem Schiff. Also AP Armor Piercing. Sorry, Leute. Ich sagte mal Englisch. I don't know why. So, der sollte ja jetzt... 15, Leute. Geh raus. So, wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Brodino und Schussets fahren ins Cap, ja? Oder sieht das... Ist das eine Fehlinformation? Oder liegt Ihnen diese Information auch vor? Jawoll. Ne, Brodino nehm ich dann doch nicht. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe rausgedreht, dadurch ist der Auto-Aim von den Homing-Torpedos deutlich mehr vor mir und dann habe ich angehalten und in die andere Richtung gedreht und dadurch konnte ich die alle dodgen und brauche meine Damage-Con quasi nicht. Bisschen der Trick hier an der Stelle. Das ist lieb. Müssen unsere Guns drehen auf die Baltimore. Ich glaube, der Hit war nicht sonderlich gut, aber wir können hier leider nicht so weiterfahren. Der macht uns ansonsten zu viel Damage. Sollte aber rausgehen, der Kollege da unten. Ja. Chusitz kommt durchs Cap, okay. Magier haben wir hier unten. Dann würde ich sagen, drücken wir zumindest ein bisschen. Hier sollten wir auf HE wechseln und da hinten mal den Airstrike hinsetzen.
No. 3700. Oh ja, gut predicted, oder vielleicht mit Glück oder so, ich weiß nicht genau, aber bestimmt Glück. Ich kann leider hier den Trick nicht mehr machen, Leute. Deswegen muss ich jetzt hier mal Damage konnen. Oh. Und die einen treffen trotzdem, das ist sehr ärgerlich. Die haben sogar ganz gut getroffen an der Stelle, muss man fairerweise mal sagen. Das ist halt einfach eine wahnsinnige Dispersion, Leute. Das ist das Thema. Okay, we got him. Der sollte auch raus sein, tatsächlich. Okay, es hat sich gelohnt, dieses Pushen, Leute. Es hat sich gelohnt. Wir haben tatsächlich das U-Boot rausgekriegt. Wir haben dafür ganz guten Damage gekriegt. Ist es aber erst nochmal passabel, würde ich sagen. So, wir gehen jetzt weiter. Drücken weiter. Wir haben hier auch eine Möglichkeit jetzt. Denn es ist nur noch die... Oh ja, okay. Nur noch die True-Sets. Mehr ist ja tatsächlich wirklich nicht mehr hier. Kann man nicht ran. Nee. Also, was halt bei dem Schiff so schwierig ist, so blöd ist, ja, die Runde sieht jetzt gar nicht so kacke aus, aber was jetzt an dem Schiff wirklich dermaßen schwierig ist, ist, dass ihr einfach unglaublich, unglaublich, unglaublich schwierige Zeiten habt. Dean, oh, drei ab, Lot. Dankeschön. Herzlichen Dank, Dean. Wir kennen uns doch auch nicht. Womit denn die Ehre dienen? Dankeschön. Was halt bei dem Schiff dermaßen schlecht ist und was halt so ist, halt diese Inconsistency bei den Guns. Also ihr habt halt, selbst wenn jemand Full Broadside ist, dann erwarte ich halt von einem Schlachtschiff, im Allgemeinen von einem Schlachtschiff, dass ihr halt die Möglichkeit habt, dem Zitas zu machen, da jemanden rauszunehmen. Das ist bei dem Schiff, ist das unmöglich. Ihr könnt nicht zitalieren. Selbst Cruiser teilweise... Da ist der Pen einfach zu schlecht. So, wir haben jetzt die Runde wie viel? 61k gemacht? 71 waren es? Das sieht gar nicht so bad aus. Aber trotzdem, Leute, selbst mit der Turpitz hätten wir hier die Runde mehr gemacht. Bin jetzt Dritter geworden. Alles okay. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es mega schlecht war. Hab ich die Jungs eigentlich gelobt von Guess What? Wenn nicht, dann sollte ich es jetzt tun. Ich dachte, es waren zwei. Ich glaube, ich hatte vorne nur zwei gelobt. Aber es ist wirklich einfach kein Schiff, was im Rang 8... Danke, Werbung. Es ist kein Schiff, was im Rang 8 das Geld wert ist. Ist es einfach nicht. Bitte glaubt's mir, Leute. Bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte glaubt's mir. Und dann sag ich an der Stelle, danke nochmal, Dean. Und schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die PKD, Leute, im Close-Up. Da ist jetzt nichts... Wie gesagt, es ist sonst weder Fisch noch Fleisch. Man kann mit dem Schiff rumfahren, das könnte aber mit anderen Schiffen auch. Es ist aber auf jeden Fall kein Schiff, was man sich holen muss, was man irgendwie... Vor allem nicht, wofür man Geld ausgeben soll. Ist es einfach nicht.